Jo Leute, Sinja am Start, willkommen zu einem neuen Boruto-Video und heute geht's mal um Sarada. Letztes Mal hatte ich ja schon ein Video gemacht, was so ein bisschen Borutos Weg in seiner Geschichte so ein bisschen verdeutlichen sollte, beziehungsweise was so seine Kräfte werden könnten, sein Training möglicherweise, allgemein betrachtet einfach sein Weg in seiner neuen Geschichte. Heute in einer Woche geht's ja los mit dem Anime, wo das Ganze halt wirklich Stück für Stück anfangen wird mit Schule und so weiter und so fort. Heute geht es aber mal um Sarada und ich hatte ja generell geplant, das ganze Team mal so ein bisschen vorzustellen und jeweils jeden Weg der drei halt eben so ein bisschen zu bequatschen. Letztes Mal hatten wir Boruto, heute haben wir Sarada und beim nächsten Mal, wahrscheinlich die Tage irgendwann, kommt Mitsuki ran, aber heute geht's um Sarada Uchiha. Man muss auf jeden Fall sagen, dass Sarada neben Boruto wahrscheinlich so den meisten Fokus kriegen wird. Allein schon, weil sie halt neben Boruto auch ein festes Ziel hat. Ich würde auch schon fast sagen, sie hat das festere Ziel von beiden, da Boruto einfach nur ein krasser Shinobi werden möchte. Und Sarada auf der anderen Seite natürlich das alte Feeling wieder so ein bisschen reinbringt, indem sie halt natürlich den Wunsch äußert, sie möchte nach Naruto der nächste Hokage werden. Das Ding ist, das hat sie eigentlich erst so wirklich gemerkt, nachdem sie Naruto kennengelernt hat, beziehungsweise mit ihm halt wirklich zu tun hatte, in Naruto Gaiden und so weiter und so fort. Sarada besitzt ja die Sharingans, das heißt, da ist auf jeden Fall schon mal das Grundpotenzial der Uchihas da, von den Kräften her. Mangekyou Sharingan, würde ich mal sagen, ist in der nahen Zukunft drin und von den Kräften her kann man ja eigentlich nur spekulieren an der Stelle, weil wir halt nicht wirklich viel Stoff haben, was wir da einfach wissen können. Deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, dass Susanoo auf jeden Fall dabei sein wird. Das ist auf jeden Fall so ein Grundding der Uchihas. Aber kann man davon ausgehen, dass Sarada möglicherweise auch das Rinnegan bekommt, wenn Sasuke möglicherweise irgendwann in Boruto, in der Boruto-Geschichte, sterben könnte? Denn der Kampf Boruto gegen Kawaki in der Boruto-Zukunft hat hier so ein bisschen angeteasert, dass Naruto anscheinend tot ist. Möglicherweise bezieht sich das auch ein bisschen auf Sasuke, der auch gestorben sein könnte. Und das Ding ist, dass er ja möglicherweise sein Auge einfach weitergegeben hätte. Ja, das ist in Naruto Shippuden sowieso immer so ein bisschen der Fall gewesen, dass die Augen weitergegeben wurden von Obito zu Kakashi und so weiter und so fort. Also ganz viel, dass man mit Augen gespielt hat und diese weitergereicht worden sind. Ich denke, dass eine Sarada möglicherweise das Potenzial hat, auch ein Rinnegan zu kriegen. Möglicherweise wird das auch der Fall sein, da man allein schon gesehen hat, wie krass Sasuke geworden ist. Gerade im letzteren Ninja-Krieg zusammen mit Naruto, wo sie dann gegen Madara, Obito und Kaguya gekämpft haben und er dann das Rinnegan bekommen hat. Und ich denke, das würde Sarada auf jeden Fall auch nochmal so einen Schub geben. Zusätzlich muss man auch sagen, dass Boruto und Sarada nicht nur mit den jeweils anderen Vätern was machen werden, sondern halt auch mit ihren eigenen. Ich denke, dass ein Boruto nicht nur mit Sasuke trainieren wird, sondern auch mit seinem eigenen Vater. Das wird so zustande kommen. Aber ich denke auch andersrum, dass eine Sarada nicht nur mit Naruto trainieren wird oder von ihm lernen wird, allein schon, weil sie das Hokage-Wissen einfach haben möchte und sich einen Namen machen muss, sondern auch mit ihrem eigenen Vater so ein bisschen, einfach um das Uchiha-Potenzial so ein bisschen aus ihr hervorzulocken. Das kann sein, dass sie dann später halt auch die Brille gar nicht mehr so wirklich braucht und dann halt wirklich auch ihr Charakterdesign so ein bisschen verändert wird. Und es kann natürlich auch sein, dass so alte Methoden wie das Edo Tensei und so weiter auch nochmal reingebracht werden, da man vielleicht Saradas Weg und Saradas Geschichte so ein bisschen damit erklären möchte, dass sie halt ziemlich viel über die Geschichte, über die Vergangenheit und so weiter erfahren kann, da sie natürlich sowas auch wissen möchte, beziehungsweise ich denke, sowas ist auch wirklich von Vorteil, wenn man Hokage werden möchte, dass man halt auch die Geschichte von Konoha dementsprechend erfährt und dementsprechend auch wissen sollte, was in der Vergangenheit alles passiert ist. Dementsprechend kann es sein, dass ein Edo Tensei sowas zeigt, wie einen Itachi, einen Madara, einen Chisui und so weiter und so fort. Das heißt, alte Leute vom Uchiha-Clan, die dann natürlich so ein bisschen die Geschichte erzählen oder vielleicht auch Flashbacks oder sowas, die dann natürlich so ein bisschen wieder in Richtung Naruto Shippuden leiten. Allerdings das Ganze nur zum Zweck halt eben Sarada zu lehren. Natürlich kann ich mir auch noch so andere Trainingseinheiten vorstellen, zum Beispiel mit Kakashi oder wer weiß mit Orochimaru oder sowas, der jetzt natürlich wieder gut ist oder so. Kann auch sein, dass er einfach nur im Geheimen so ein bisschen weiter forscht und er in Wirklichkeit böse ist. Aber da kommen wir dann im Video zu Mitsuki,
zu. Und ich würde sagen, dass Sarada auf jeden Fall auch eine kleine Beziehung zu Boruto aufbauen wird. Denn wir haben im Manga bereits gesehen, dass es da schon ein ganz, ganz kleines bisschen knistert zwischen den beiden. Gerade weil sie auch zu Anfang wirklich etwas gemeinsam hatten, da beide jeweils von ihren Eltern nicht so sehr die Aufmerksamkeit bekommen hatten. Aber schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare und gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.